einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, dass ich heute euch mal ein bisschen bei einem Get Ready With Me mit der Kamera mitnehme quasi. Und ihr seht, wie ich dann diesen Look geschminkt habe. Ich habe da quasi ein First Impression Video für diese Sleek Storm Palette gemacht, die ich schon seit 1 Million Jahren habe und nie ausprobiert habe. Und deswegen dachte ich, ist es mal Zeit, die zu testen. Das ist dabei rausgekommen und wenn ihr wissen wollt, wie das passiert ist, dann bleibt jetzt dran. Auch ich neige dazu, manchmal mich ein bisschen schicker machen zu wollen. Zum Beispiel habe ich heute 2 Geburtstage, auf denen ich bin. Einmal von meinem Cousin und einmal von einem Kumpel. Dafür packe ich als erstes alle meine Haare an die Seite. Ich habe sie mir vorher geglättet. Ich habe gestern geduscht und über Nacht hatte ich meine Haare offen. Und dann sehen die Asani heute Morgen aus wie Scheiße. Und deswegen habe ich sie mir heute geglättet. Ich habe dafür das GHD-Glätteisen benutzt und es klappt meine Haare einfach am besten. Das zerstört die nicht nochmal extra dolle. Und ja, heute benutze ich sogar Make-up. Ich bin mir nur noch gerade nicht so sicher, ob ich das als erstes auftrage oder lieber danach, wenn ich Augen soweit fertig habe. Ich benutze heute einfach, denke ich mal, als Base einen Concealer. Dafür benutze ich jetzt den Fit Me Concealer. Haben wir eine schöne Base, um mit Lidschatten weiterzumachen. Ich habe mir heute gedacht, dass ich wieder mal meine Sleek Palette Storm, ausprobieren möchte. Da ich die gekauft habe und seitdem irgendwie nicht mehr so häufig benutzt habe. Benutze aber als erstes noch einen Lidschatten aus meiner Naked 2 Basics Palette. Und zwar diesen Ton hier. Ja, auch ich mache mich manchmal schick, weil ich, wenn ich einfach Lust dazu habe. Aber es stört mich auch nicht, auf Feiern und in die Disco mit sehr wenig Schminke zu gehen. Oder ja, ungeschminkt würde ich jetzt nicht unbedingt gehen wollen, aber so mit wenig Schminke gehe ich natürlich auch feiern. Aber manchmal hat man ja einfach Lust dazu, sich ein bisschen schicker zu machen. Und heute habe ich so einen Tag. Ist halt Geburtstag. Wenn wir normal feiern gehen, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Aber wenn Geburtstage sind und so, dann gebe ich mir schon gerne mal Mühe für mein Make-up. Wem geht's noch so? Thumbs up. Das ist so anstrengend. Ich muss die ganze Zeit gerade sitzen, damit ich komplett im Bild bin. Also ich habe heute ein relativ basic gehaltenes Outfit an. Einfach eine Boyfriend-Jeans richtig zerstört und ein lässiges T-Shirt mit etwas längeren Ärmeln und eine schöne Kette und halt glatte Haare. Für mich ist das schon ein schickes Outfit. Für andere ist es halt einfach ein normales Outfit. Ist es ja eigentlich auch, aber ich finde auch normale Outfits schick und lässig und weiß ich nicht, mir gefällt das. Zu einem spitz zulaufenden Pinsel gehe ich in 2 matte Brauntöne aus der Storm-Palette rein. Das sind die einzigen matten Brauntöne dort. Klappt jetzt nicht so gut, wie ich eigentlich erhofft habe, aber naja. Ich denke, ich werde heute mal ein bisschen mit so Rosatönen arbeiten. Da benutze ich einfach nochmal denselben Pinsel und gehe in ein dunkles lila, pink, rosa, was auch immer, rot, was schimmrig ist und gebe das in mein äußeres V. Ja, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Das verblende ich jetzt einfach wieder mit meinem MAC-Pinsel. Ihr seid live dabei, wie ich ausprobiere, mich zu schminken. Also normalerweise schminke ich nämlich immer dieselben Sachen. Immer braun, dunkel. Und heute benutze ich mal ein bisschen Farbe. Vielleicht gehe ich ja trotzdem nochmal später mit dem Schwarz drüber. Dann gehe ich einmal in das helle Rosa und gebe das auf mein bewegliches Lid als quasi so schimmerndes Etwas. Oh Gott, das hat so viel Fallout. Also ich kann euch diesen Rosaton, den hier, nicht so empfehlen. Der ist halt irgendwie super mies pigmentiert und nur am Glitzern irgendwie. Für die Leute, die drauf stehen, gut ab. Gut, weiter so. Aber ich kann damit leider wenig anfangen, deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal in das Dunklere. So sieht das bis jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das von so einer Weite erkennen. Ich habe es noch nicht so raus. Ich habe ein neues Objektiv und ich weiß noch nicht genau die Einstellung, wie ich das halt einstellen muss, damit es die perfekte Weite von mir hat, weil das halt eine Festbrennweite hat. So, jetzt haben wir das an meinem unteren Wimpernkranz auch noch dran gegeben, dieses Orlila. Und ich habe Glitzer im Auge. Ziemlich unpraktisch. Jetzt gehe ich einfach mal in das matte Schwarz mit einem dünnen, an spitzen Pinsel und gebe das in mein äußeres V und in meine Crease so ein bisschen, um das Lila quasi noch ein bisschen dunkler zu machen. Wenn es am Ende doof aussieht, dann hat man halt Pech gehabt, aber das ist so mein Motto. Jetzt verblenden wir den ganzen
Spaß hier. Ey, aber das sieht gar nicht schlecht aus, finde ich, oder? Ich zeige es euch nachher nochmal vom Nahen, dann könnt ihr es nochmal vom Nahen sehen. Ihr seid live dabei, wie ich die Sleekstorm-Palette austeste. So, das ist jetzt, wie das aussieht. Ich hoffe, das wird später noch ein bisschen blasser. Mit solchen Augen-Make-ups hätte ich gerne falsche Wimpern. Jetzt nehme ich nochmal den kleinen, angeschrägten Pinsel. Spitz zu laufenden Pinsel. Gehe nochmal in das Schwarz und klopfe das ein wenig ab. Und gebe das jetzt in meinen und an meinen unteren Wimpernkranz. Und dann gehe ich nochmal mit dem etwas dickeren spitz zu laufenden Pinsel in das Lila, das Dunkle, und gebe das nochmal unten drunter, um quasi das Schwarz so ein bisschen zu verblenden und nicht so stark zu machen. Jetzt nehme ich einen hellen Ton, dafür nehme ich den wieder aus der Naked Basics 2. Dafür nehme ich einfach einen Pinsel, mit dem ich vorhin verblendet habe, da ich da keine Ahnung von habe. Und ich bin ziemlich dämlich, weil ich wahrscheinlich noch mit Concealer drüber gehen werde. Ich denke, ich werde jetzt erstmal meine Augenbrauen machen, weil ich gerade keine Lust mehr habe auf meine Augen. Jetzt bürste ich die als erstes einmal durch und benutze dann mal das Augenbrauenpuder, was ich mal benutze, beziehungsweise den Lidschatten. Der ist aus der Naked Basics 2, dieser ganz dunkle Ton. Und damit fülle ich mir meine Augenbrauen immer ziemlich ordentlich und stark aus. Ist halt so das Wichtigste für mich, finde ich. Von mir aus kann alles andere nicht geschminkt sein. Hauptsache meine Augenbrauen sind geschminkt. Und wenn ich noch ein zweites Ding aussuchen müsste, dann wäre es Concealer. Ich weiß nicht, sonst finde ich, sieht mein Gesicht so unordentlich aus. So, meine Augenbrauen sind auch fertig. Jetzt werde ich einfach nur meine Foundation auftragen, Concealer unter die Augen packen und meine Wimpern tuschen und wahrscheinlich noch einen Eyeliner-Strich ziehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt meine Foundation aufgetragen. Meine Wimpern sind immer noch nicht geduscht. Das mache ich jetzt. Mit der Glamour Duo Mascara. Ich habe jetzt noch ein bisschen schwarzen Lidschatten mit einem abgeschrägten dünnen Pinsel an meinen Wimpernkranz oben und unten aufgetragen. Weil ich fand, Eyeliner wäre jetzt zu heftig. Und jetzt kommt die gute alte Glamour Duo Mascara. Mach immer erst ein bisschen was von oben und dann von unten nach oben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich finde immer, Wimpern duschen ist für mich das Highlight vom Make-up machen. Weil erst mit Wimperntusche sieht alles immer richtig fertig aus. So, sieht das jetzt mit Wimperntusche aus und jetzt machen wir uns ans Konturieren. Dafür benutze ich kein normales Konturpuder oder Bronzing-Puder oder so. Dafür benutze ich nämlich dieses Augenbrauen. Set-Ding von Essence, und zwar nehme ich da immer diese kalte, aschige Farbe und fange damit an, mein Gesicht zu konturieren mit diesem Real Techniques Pinsel, weil ich finde, das macht es am natürlichsten. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Ich nutze aber auch nicht so viel davon, weil ich das nicht will. Oh, das war jetzt zu weit nach vorne. Oh Mann! Jetzt benutze ich noch ein bisschen den Hoola Bronzer und werde mein Gesicht ein bisschen bronzen. Hier oben vor allem, weil ich doch finde, dass ich eine relativ hohe Stirn habe. Und das macht man damit so ein bisschen, das kaschiert man damit so ein bisschen. Voila! Fertig! Ich hatte mir gerade überlegt, ob ich mir noch ein bisschen was auf die Lippen machen möchte, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich keine Zeit habe und auch gleich was esse und dann wird das sowieso nicht halten und deswegen nein. Aber nein. Meine Schwester ist da, sag mal hallo. Hey. Sieht mich jemand? Nein, du musst dich ducken. Ich sehe nichts. Ich bin dann zu groß. Da. Hallo. Was ist das? Ich habe Geschenke. Zeig mal. Also live. Geil! Boah, Angelina hat Geschenke. Sie war in Luxemburg. Und da gibt es ein Sephora. Wie toll! Okay, beenden wir dieses Video. Okay, so, das ist der fertige Make-up-Look. Ich bin jetzt fertig und werde jetzt zum Geburtstag meines Cousins fahren und später dann zu einem anderen Geburtstag noch fahren, wo wir dann noch feiern gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt vielleicht so ein bisschen Inspiration bekommen. Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Video mit dabei und bis dahin bleibt, wie ihr seid und macht, was ihr machen müsst. Tschüss.
So, und jetzt muss ich noch den Anfang drehen.